Ich teste und teste, deine Mutter ist die Beste. Ich teste, so gut kann. Oh Mann, jetzt kommt der Ton und ich rede dazwischen, während die Musik läuft. Okay. Hallo, na? Guten Tag, Leute. Ich mache heute ein bisschen mit der Lemmings weiter. Auf jeden Fall, ich habe ihm gerade schon mal kurz aufgenommen und zwar so ungefähr eine Minute oder so und irgendwie hat das nicht geklappt. Deswegen musste ich jetzt nochmal neu anfangen. Egal, ich habe das Level gerade schon mal kurz gesehen. Da ich wahrscheinlich dieses komische Soundtest-Intro mit reinhaue, ihr auch. Auf jeden Fall, what an awesome Level. Was für ein wunderbares Level. Nummer von Lemmings 80. 80% müssen gerettet werden. So kann das ganze Batzen sterben. So 10, 12, 13, 14, 18, kein Plan. Irgendwie sowas. Release Rate ist 50, finde ich sehr nett. Und Time Limit ist, was ist das, 6 Minuten? Ja, wie gesagt, das sieht immer scheiße aus auf diesem Bildschirm. Aber ist auch wurscht. Auf jeden Fall. Ein wirklich sehr, sehr geiles Level, muss ich sagen, so vom Äußerlichen her. Ich gehe davon aus, dass das wieder Werbung für ein anderes Spiel ist. Und ich bin mir noch nicht ganz sicher, ich habe auf jeden Fall ziemlich viel Zeug. Das spricht eher dafür, dass das Level relativ leicht ist. Weil ich ja ziemlich viel zur Verfügung habe. Und deswegen fangen wir das an wie ein Standard-Level halt einfach. Sag mal, kann ich das Ding mal irgendwo anders hinmachen? Ja, ihr seht das jetzt nicht, aber ja, ich. Mein Aufnahmedingens, da war mir ein bisschen im Weg. Er ist im Weg. So, erstmal hier einen Blocker hinbasteln und hier einen Blocker hinbasteln. Aber mal gucken, wo er da so rüberkommt. Da nicht, okay. Gut, wir haben ja nicht viel Zeit. Ach so, gut. Dann graben wir uns erstmal hier durch und bauen am Ende eine Treppe. Ich denke mal, das ist sowieso die Lösung für die meisten Probleme hier. Ich gehe nicht davon aus, dass es das noch nicht schwer wird. Ich gehe auch davon aus, dass die Musik aus diesem besagten Spiel ist. Ich habe jetzt noch nicht nachgeforscht, welches Spiel es sich denn handeln könnte. Ist mir jetzt erstmal nicht so wichtig. Vielleicht schreibe ich es in die Beschreibung, aber wahrscheinlich bin ich zu faul dazu. Ja, jetzt ist natürlich ein bisschen ungünstig reingegraben, weil ich nicht weiß, ob ich die Treppe hier durchgebaut kriege, ohne da oben gegenzuschlagen. Tue ich aber nicht, okay. Da kann ich wahrscheinlich runterfallen und dann kann ich da eigentlich weiterlaufen bis da vorne. Und dann könnte ich eigentlich die Leute schon rauslassen. Wobei, dann stören sie mir nachher im Weg. Ich will, dass da schon mir im Weg stehen. So. Nee, das reicht. Gut. Dann graben wir hier mal so ein bisschen Schrägel durch. Ups. Aha. Du fiese Bösewicht. Gut, da komme ich also nicht durch. Ja, das ist hier ein bisschen schwer erkenntlich, wo man durchkommt, wo man nicht durchkommt. Ich würde mal sagen, ich grabe einfach mal hier lang. Ich wollte eigentlich ein bisschen schräg durchgraben, aber das hat nicht so richtig geklappt. Ich muss aber aufpassen, wenn er anfängt nicht mehr zu graben, dass ich dann gleich schräg grabe. Ja, macht er aber gar nicht. Ja, dann graben wir hier gleich schräg. Weil da oben muss er ja nicht runterfallen. Aber zeitlich sollte es eigentlich lang, wenn ich die durchlaufen lasse, haben die genug Zeit. Jetzt müssen wir natürlich gucken, wo er jetzt hier rüberkommt und wo nicht. Da kommt er schon nicht rüber. Na, das ist natürlich scheiße. Ach Gott, naja, dann gucken wir mal, dass wir uns hier hochbasteln. Weil gerade durchgraben ist natürlich eine Sache, die nicht so geht. Wobei wir können natürlich wieder so eine Drehaktion machen mit einem Climber. Dann machen wir das halt. So, dann können wir nämlich von oben durchgraben schräg und dann haben wir natürlich auch Ruhe. Aber jetzt bauen wir erstmal die Treppe zu Ende. Weil irgendwann ist sonst Quatsch, die ganze Treppe gebaut zu haben. Irgendwie ein bisschen, was sollte das noch nützen? Ja, okay, und jetzt. Jetzt dreht er natürlich um. Nee, doch nicht. Okay. Gut. Hä? Er kann da nicht mal durch. Na, das ist schlecht. Jetzt mach keinen Kack. Achso, er wäre da eh nicht durchgekommen. Na gut, egal. Dann graben wir hier halt gerade durch. Ja, es ist ein bisschen fummelig mehr als alles andere. Ja gut, das Ding müssten wir dann jetzt doch noch zerstören auf dem Rückweg oder so. Aber er kann da hinten ja eh nicht umdrehen, von der Seite. So weit kommt er ja gar nicht zurück. Ja, auch mit Graben geht nicht alles. So, eigentlich könnte ich die jetzt auch schon rauslassen, weil bis dahin kommen die eh nicht. Ja, genau. Nö, das kann man machen. Aber dann kommt mal alle her. Wir können ja sowieso die meisten auch sterben lassen. Oder viele, relativ viele sterben lassen. Er müsste dann irgendwann nur umdrehen. Oh Gott, wie machen wir das denn? Ja, Gerade hochgraben, würde ich sagen. Und dann irgendwann runtergraben, damit ich nochmal umdrehen kann und das Ding da kaputt hauen kann. Ah, das ist auch wieder unnötig. Ach Gott. Ja, das ist jetzt irgendwie blöd. Wir können natürlich irgendwie gucken. Oder wir lassen ihn da explodieren, dann können sie da hochlaufen. Das ist auch okay. Ich weiß nicht. Schön ist es nicht.
Naja, mal gucken. Irgendwie geht das bestimmt. Wahrscheinlich müssen wir nur umdrehen. Ich mach's mir wahrscheinlich unnötig kompliziert. Es gibt garantiert eine einfachere Möglichkeit. Sind sie schon hier vorne? Ja. Naja, gut. Dann haben sie auf jeden Fall einen kurzen Weg nur. Und in 3 Minuten sollte ich eigentlich genug geschafft haben, um das zu lösen. Und wenn ich mich da... Oh! Hä? Was war das denn? Bist du irre? Was ist dir denn? Das ist ja jetzt ungünstig. Jetzt, das kostet mich sehr, sehr viel Zeit. Na, bauen wir einfach eine Treppe. Genau. Jetzt weiß ich nicht, warum er da umgedreht hat. Ich weiß nicht, ob die Sterne sind das vielleicht... Nee. Die Sterne sind bestimmt nur Hintergrund, oder nicht? Nein, die Sterne sind kein Hintergrund. Die Sterne sind tatsächlich Gegenstände, die im Weg stören. Okay, gut. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber auf jeden Fall muss ich gleich gucken, dass er da durchgriff. Wobei, muss er nicht. Macht er aber trotzdem. Weil ich das sag. So. Gut, jetzt kommen sie natürlich durch an sich. Aber ich muss natürlich nochmal umdrehen. Um die anderen durchzulassen. Und hopp. So, gut, dreh um. Jetzt hoffe ich, dass er dran vorbeikommt. Der kommt sogar einfach so drüber gelaufen. Oh mein Gott, meine Stimme geht schon wieder los. Ich gehe ja tot. Und jetzt fangen wir genau dort vorne an. Ich hoffe, dass da gerade nicht die ganze Truppe los ist. Weil da muss ich nämlich durchgribbeln. Ja doch, die Truppe kommt nämlich genau dann an, wenn er da ist. Na, das ist super. Ja, dann fang hier an zu graben. Und, na! Bist du denn des Wahnsinns, du Klopskind? Ich gehe ja am Stock hier. Ich habe nur noch 1 Minute noch was Zeit und du fängst dir an, so einen Kack zu machen. Ach, du Held, ey. Ja, muss ich gleich mal nochmal eine Treppe bauen, weil ich hier umdrehen kann. So, hier irgendwo. Hopp. So, und jetzt gleich. Jetzt. Weg damit. Superschön. Und durch mit der ganzen Herde. Ja, wie gesagt, war jetzt nicht die günstigste Variante wahrscheinlich, aber auf jeden Fall eine Variante, diesen Wurm zu erklingen. Und wie ihr seht, hier hat auch ein wunderschönes Mäulchen. Das ist natürlich wundersüß und schön und toll und klasse. Ihn lassen wir auch durchlaufen. Währenddessen jagen wir mal unseren Kumpel hier hin in der Luft. In die Luft, nicht in der Luft. In der Luft können wir ihn auch jagen, aber irgendwie weiß ich gerade nicht, wie das dann funktionieren sollte. Jetzt verbraten wir nur noch Zeit für den letzten hier. Wir haben 2 getötet, alle anderen haben es überlebt. Damit sind wir deutlich über 80% gekommen. Wie gesagt, ist wahrscheinlich ein Level, um dieses Spiel zu... Und steht bestimmt auch irgendwo drin, welches Spiel das sein soll. Das hat... Das Level sah, schien kein Problem für dich zu sein. Und bei diesem Versuch. Auf zum nächsten Mal. Hab mich doll lieb, gutmütiger, norddeutscher Mensch, guter Unterstützung. Oder so. Okay, was haben wir denn? Mary Poppins Land. Okay, irgendwas mit Fallschirm wahrscheinlich. Nummer von Lemmings. Also Anzahl der Lemmings 80. 96% müssen gerettet werden. Ich gehe davon aus, 2, vielleicht 3 kann sterben. Okay. Ja, das ist nicht so schön. Okay. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was ich mit denen anfangen soll. Ja, los, kommt. Einmal, zweimal, weiß ich nicht, ob ich hier 4 brauche, aber 4 habe ich zumindest. Und der Rest wird jetzt erstmal hier drin verschmoren. Jetzt weiß ich natürlich nicht, du kannst da eigentlich schon mal... Achso, ihr geht da eh rüber. Achso, ja, das ist nicht so schön. Okay, was ist denn hier sonst noch? Eigentlich nicht mehr viel. Ah ja, okay, dann brauchen wir einmal, also 2 müssen wir durchlassen und 1 brauchen wir hier oben. Okay, der muss nämlich gleich eine Treppe bauen und wir haben nur 2 Minuten Zeit. Okay, das wird ein bisschen, müssen wir hier auch rauslassen hier. So, du baust da und jetzt muss ich die ganze Zeit auf 2 Treppenbastler aufpassen. Okay. Und du baust da. Was war das denn für eine geile Aktion? War sowieso scheiße gesetzt, wenn ich den explodieren lassen hätte. Nee, wäre gar keine scheiß Aktion gewesen. Was ist das denn jetzt gewesen? War das hier eigentlich okay? Das wäre wahrscheinlich... Nee, das wäre nicht so okay gewesen.
Und hier muss ich hochbauen natürlich. Aber das wäre, glaube ich, hätte, glaube ich, nicht gereicht hier. Ich muss ja nur so bauen, dass sie da runterfallen können. Also von der Seite, das hätte es wahrscheinlich schon gereicht. Na gut, machen wir es halt nochmal. Ich kack ab. Ja, Prinzip ist was. Ja, ich muss 3 töten. Und zwar... So. Ich finde die Reihenfolge so schon mal gar nicht schlecht. So. Dann ein Blocker ungefähr hier. So, dann haben wir genau 3 Blocker. Also es ist genau das, was wir brauchen im Prinzip. Hopp. So, du baust hier. Hier ist er eigentlich auch nicht so wichtig, dass er bis oben rangeht. Eigentlich wäre nur wichtig, dass er nicht drüber geht. Naja, mal gucken. Das können wir aber auch noch zur Not nochmal von der anderen Seite ranbauen. Okay. Ja, jetzt muss ich natürlich auf beide achten. So. Und diesmal muss ich auch achten, dass er auch wirklich hochbaut. Gut. Jetzt kommt er. Jetzt kommt er. Ich höre es ja eigentlich an dem Ton. Ich komme relativ schnell hintereinander. Also erst er, dann er. Das wird aber hier nicht reichen. Und das ist zu hoch. Also sowohl das eine als das andere verkackt im Prinzip. Ja, wir können es ja trotzdem mal probieren, ob wir das noch auf die Reihe kriegen. So, er ist so erstmal fertig. Werd fertig. Werd fertig. Werd fertig. Wieso wird er denn jetzt fertig und er nicht? Achso, ich habe ihn wahrscheinlich schon gegeben. Ja. Okay, jetzt muss er da irgendwie ranbauen. Ja, das hat sogar geklappt. Gut. Ja, das ist nicht so günstig, wie es aussieht. Weil wenn der explodiert, dann können sie trotzdem mal checken. Aber ich glaube, das wird nichts, weil ich habe einfach zu hoch angefangen zu bauen. Und er kann dann eigentlich auch explodieren. Dann gucken wir mal, wie weit sie kommen. So. Okay. Was unheimlich gut funktioniert hat sogar. Und wir haben sogar noch 1 Minute Zeit. Gut, jetzt hoffe ich nur nicht, dass da hinten noch... Oh! Der Blocker noch am Stehen. Dass das noch reicht, so. Weil ich glaube, also die Lösung war schon mal soweit richtig. Bams. Gucken, ob noch irgendwas passiert hier. Ja, ein paar rennen jetzt wieder zurück, aber die Zeit reicht. Also ich glaube, das war auf jeden Fall die richtige Lösung. Und ich hätte nicht gedacht, dass das hier lang... Na, wobei doch, jetzt wo ich mir so angucke, es geht eigentlich. Das war ein bisschen gekünstelt, hätte ich hier unten angefangen, wäre dagegen gebaut oder hier sogar nur hingebaut, wäre scheißegal gewesen. Das hätte auf jeden Fall gelangt. Der Bauer kann ja eh runterfallen, also der Treppenbauer, hätte ja eh runterfallen können, weil er ja einen Regenschirm hatte. Von der Sorte, das wäre das ja gar kein Problem gewesen. Sieht aus, als würden wir diesmal vielleicht sogar 3 Level schaffen, hängt aber jetzt vom nächsten Level ab. Denn wir sind jetzt gleich bei Texting 17. Du hast 96% gerettet, ja, so wie es gedacht war. Mach deine liebe Gurke auch Jalapenos locker, ne? Guter Junge. So. Was auch immer. Ja, ein bisschen kreativ sein. Ui, das ist so ein Riesenlevel. Ah, das kennen wir aber schon. Das haben wir schon mal gemacht. Nummer von Lemmings 80. Okay, 90% müssen überleben. Ein paar können wir also sterben lassen. Release Rate 50 und 7 Minuten Zeit. Tendenziell also eher eine längere Runde. Gucken wir sie uns doch mal an. Also, wir müssen hier durch, wieder ganz klar. Und hier war irgendwo Feuer. Da muss man klug dran vorbeibauen. Also am besten hier irgendwo durch und dann da irgendwie durch. Allerdings haben wir nur 5 Gräber. Das heißt, ich muss sehr konzentriert damit umgehen. Und ich habe keine Blocker. Das ist natürlich wieder... Ach, die Problematik. Okay, und mir rennt irgendeine kleine Pissfliege über den Arm. Ah ja, okay, ich sehe schon, allerdings habe ich nur eine 50%ige... Ich könnte hier unten rein... Nee, Moment, da bleiben sie ja nicht stehen. Ich müsste ja nur verhindern, aber wenn ich die mitnehme, ist das auch nicht gut.
Ich muss die ja irgendwie hier durchkriegen. Alter Mann. Und hier ist das. Alter Mann. Und irgendwo müssen wir drüber klettern, sonst kommen wir ja nicht dran vorbei. Ja, es geht aber nicht. Hier ist nichts zum Klettern. Ist ja ungünstig. 7 Minuten Zeit. Wir können natürlich hier hin und zurück bauen. Das bringt mir allerdings auch gar nichts. Und wir haben nur Explosions. Wir müssen ja einen umdrehen lassen auch noch. Ja, bloß wenn wir hier... Der redet auch drüber. Da müssten wir halt irgendwie einen opfern. Oder... zwei. Naja. So, er dreht aber schon um. Und er wird dann irgendwann dagegen gehen. Aber wie kriegen wir die denn da drinnen jetzt so gehalten dann auch? So. Vielleicht so? Dass sie dann da unten auch drin bleiben. Oh, das war doch scheiße. Ah ja, genau, da kommt die Lava durch den Stein. Das ist klar. Nochmal. So, ich würde an der Stelle wahrscheinlich aber einfach mal einen Schnitt machen. Ne? Einen Schnitt machen und mal selber gucken, ob mir da was Gutes einfällt. Weil jetzt gerade stehe ich ein bisschen auf dem Schlauch. Okay, ich kam mit einer Idee. Und zwar habe ich mir überlegt, wenn ich zwei Leute direkt explodieren lasse, dann müssten die ein Loch formen, das groß genug ist. Bums und Bums, dass die da nicht mehr rauskommen. Gut. Ach, na klasse. Das Loch ist scheiße. Gut, nochmal. Also. Ach je. Bisschen Glück haben müssen wir dann auch noch. Aber auf jeden Fall, also machen wir einmal direkt nach dem Fallen. Einmal ein bisschen später. Die Idee ist halt... Explodieren! Wird das hoch genug? Ja, jetzt kommen aber alle in die andere Richtung zurück. Das ist natürlich auch blöd. So, das geht natürlich so nicht. Die Idee dahinter ist im Prinzip... Bam. Ja, jetzt weiß ich natürlich nicht, ob er da wieder zurückkommt. Nee, nicht. Und jetzt sterben sie alle wieder. Meine Herren! Okay, ich erkläre jetzt erstmal die Idee dahinter. Weil sonst fange ich jedes Mal wieder neu an. Und, so, jetzt gibt es auch keine Unterbrechung. Ich muss immer vorsichtig sein. Bei den Schnitten hier geht nämlich meine Stimme weg. Und zwar habe ich überlegt, wenn ich hier runterbombe, ja, und dann einen rauskommen lasse, kann ich runterbuddeln. Und wie kriege ich die wieder zurück? Ganz einfach, indem ich sie nach links durchgraben lasse. Das könnte ich... Natürlich ist ein bisschen mit Glück verbunden, aber... Vielleicht haben wir ja mal Glück. So. So, gucken wir nochmal, wie es jetzt ausgeht. Es sieht doch schon wieder so scheiße aus, ja. Das ist nicht mein... Mann. Okay, Leute, ich mache jetzt einfach mal so lange, bis ich eine vernünftige Variante habe. Klar. Sofern ich das dann offscreen mache, brauche ich nur einen Versuch. Okay, Leute, ich werde mich mit ihm durchbuddeln. So, jetzt die Idee. Wenn die nachher hier durchbuddeln, kommen sie hierbei raus. Und das dürfte die dazu bringen, dass sie genau wieder da reinkommen, wo sie sowieso hin sollen. Und deswegen muss ich hier aber relativ tief anfangen zu graben. So. Gut, ich habe 7 Minuten Zeit insgesamt, also sollte es eigentlich reichen, hier durchzugraben. Ich habe halt nur 5 Grab-Dinger frei, ansonsten muss ich hier irgendwie mit einer Treppe rausbauen. Und ihr wisst, was das bedeutet. Das wird nix. Da kriege ich ein bisschen Angst schon. Aber wenn ich noch genug Gräber übrig habe, und das sollte hier eigentlich reichen, weil er hier reinfallen sollte. Ja, ich denke schon. Können wir uns nämlich hier durchkommen. Ich habe halt nicht viele Gräber, das ist ein bisschen problematisch an der ganzen Geschichte. Aber vielleicht schafft das da ja rüber. Okay, er schafft es darüber. Ja, dann müssen wir gucken, aber dann können wir zur Not noch einen hochjagen. An der Stelle, also das geht natürlich auch noch, aber... Wie wir das natürlich machen, ist die zweite... Ups! Okay. Das war jetzt nicht geplant. Warum ist er über das erste rübergekommen und über den zweiten nicht? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Aber das muss ich auch nicht. Okay. Jetzt muss ich wieder hier durch. Okay, ich habe auch nur noch 2 Gräber. Das heißt, schön wäre es eigentlich...
Ah, da unten die Treppe zu bauen, ne? Weil dann könnte ich hier mit einem Gräber durch, dann könnte ich, hätte ich hinten noch einen Gräber übrig. Dazu müsste ich allerdings etwas schräger bauen, damit ich hier durchgraben kann. Müsste ich so ungefähr da rauskommen. Und das kann ich doch nicht einschätzen. Ich bin noch zu blöd für sowas. Ja, jetzt müsste ich wahrscheinlich loslegen. Wenn nicht, muss ich es halt doch irgendwie über eine Explosion oder so machen oder über Treppen. Aber sonst brauche ich nämlich noch zwei Gräber, weil ich dann hier natürlich hier durch muss. Aber hier darf ich sowieso nicht so hoch, weil da oben ist Feuer. Und Feuer ist, wie ihr wisst, fies und gemein. So. Und noch einmal. Und hopp! Uiuiui. Das war mal knapp. So. Hopp. Er wird umdrehen, oder? Ja, na ganz klasse. Rennt er bis da hinten. Okay, gut. Ist aber eigentlich egal. Ich könnte eigentlich auch schon die anderen durchlassen. Also richtig trauen tue ich mich noch nicht. Ich habe nur einen Gräber dafür frei. Wenn ich in die falsche Richtung gräbe, geht zwar nichts kaputt. Kaputt. Aber trotzdem. Auf jeden Fall die Lösung mit den beiden Bomben wahrscheinlich nicht schlecht. Ich habe den zweiten jetzt einfach diesmal ein bisschen später bezündelt. Und das war dann die Lösung im Prinzip, die mein armes, krankes Hirn gebraucht hat. Ich will das jetzt noch in Ruhe machen, danach versuchen wir die anderen Jungs da durchzukriegen. So, hopp. Okay. Das hat geklappt. Und jetzt wollen wir nur Glück. Ja, jetzt weiß ich natürlich noch nicht, wie ich da durchkommen soll. Das ist auch noch nicht so richtig klar. Also eigentlich wäre es besser, da durchzukommen. Ich dachte, er fällt in den ersten rein. Nur ich bin eigentlich ganz froh, dass es nicht so war, weil dadurch hatte ich jetzt einen Gräber mehr. Nur jetzt bringt mir der Gräber hier hinten natürlich nichts. Bloß wenn ich jetzt hier einen falsch basteln lasse, dann ist natürlich alles im Arsch. So, komm jetzt. Bitte geh in die richtige Richtung. Nein. Noch ein. Nein, wieder in die falsche Richtung. Auch wieder in die falsche Richtung. Macht keinen Scheiß jetzt, komm. Und jetzt mal. Ja, das war die richtige Richtung. Okay, das war doch noch ganz gut gelaufen. Und der müsste eigentlich sich auch aus der Asche erheben und durchlaufen. Okay, gut. Haben wir eine schöne Lösung gefunden. Und ich habe nur zwei Leute getötet. Und hätte, wie vielleicht gesagt, keine Ahnung. Ah, 7, 8, 9, keine Ahnung, sowas hätte ich töten können. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr. Was war es? 80% und 90%? Dann, ne? Aber, dann wären es 8. Also, auf jeden Fall dick über dem, was ich hätte... Dick über dem, was ich hätte machen müssen. Das Spiel ist rausgetappt, die Aufnahme hat unterbrochen. Ihr habt gerade nicht gesehen, wie lang gelaufen sind. Aber glaubt mir, sie sind einfach nur lang gelaufen. Hoffe ich doch mal, ich habe es mir auch nicht gesehen. Ich frage nicht mehr in den Videos, ob jemand eine Lösung dafür kennt. Scheinbar tut es niemand. Es ist nun mal einfach so, dass Spiele raustappen. Und zwar möglichst in ungünstigen Momenten, wobei das jetzt nicht so schlimm war. Nur bei Aufnahmen nervt es mich halt einfach grundsätzlich. So, ich guck mal, wie lang die ganze Geschichte geworden ist. So, ja, ich denke, ich habe lange genug aufgenommen, sind 23 Minuten geworden, sollte reichen für diese Folge. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Lemmings. Bis dann, Leute, tschüss!